Und brauche ein kurzes Zeichen, ob Sie das auch alle sehen. Perfekt. Ich muss nur noch in den Bildschirmmodus wahrscheinlich. Okay, super. Dann starte ich einfach mal. Vielen Dank, dass ich heute die Gelegenheit habe. Und ich habe es gerade schon gesagt, Hybrid beziehungsweise online ist immer ganz nett, wenn es auch eine kleine Gruppe ist, sodass wir dann im Nachgang vielleicht auch noch tiefer in die Materie einsteigen können. Ich stelle im Verlauf auch ganz kurz das Geschäftsfeld Bildung vor. Da gibt es ganz unterschiedliche Einrichtungen in Bezug auf die Erwachsenenbildung und habe natürlich einen gewissen Schwerpunkt gelegt. Aber wir haben ja im Nachgang dann noch Gelegenheit, dass Sie auf bestimmte Punkte vielleicht noch mal detaillierter eingehen. Genau. Ich möchte vorab beginnen, weil ich glaube, dass das tatsächlich sich durch den ganzen Vortrag, aber auch in jeglicher Arbeit hinsichtlich des Themas zieht, nämlich ein schönes Zitat von Ilona Clemens, einer Pfarrerin, die an der Stadtkirche in Frankfurt am Main für interreligiösen Dialog zuständig ist. Und sie war tatsächlich auch die erste Pfarrerin, beziehungsweise die Stadtkirche Frankfurt am Main war die erste, die so eine Möglichkeit installiert hat, einen interreligiösen Dialog tatsächlich auch zu implementieren. Und sie sagt, Dialog findet zwischen Menschen statt und nicht zwischen Religionen. Ich kann es aus eigener Perspektive beurteilen. Ich bin mit einem Mann verheiratet, der griechisch-orthodox ist. Unsere Kinder, ich bin katholisch, unsere Kinder werden katholisch erzogen, genau aus dem Grund, weil wir hier in Deutschland leben. Und auch da haben wir schon einige interkulturelle, aber auch interreligiöse Konflikte gehabt, tatsächlich. Wir konnten sie lösen, aber wir haben sie gehabt. Genau, deswegen ist es tatsächlich so, dass mir persönlich, aber auch in unseren Einrichtungen der Dialog wichtig ist. Und um da nochmal auch darauf einzugehen, vorweggeschalten, was ist denn die Grundlage in der Erwachsenenbildung aus meiner Sicht, aber auch bei Diakoneo? Ich möchte einmal kurz auf den Begriff Interreligiosität im aktuellen Kontext eingehen. Sage ich gleich noch mehr dazu. Dann auch nochmal abgrenzen, was ist denn interreligiöse Kompetenz? Möchte Ihnen gerne ein paar praktische Beispiele bei Diakoneo vorstellen, zeigen. Wie gesagt, wir können im Nachgang gerne noch detaillierter darauf eingehen. Und es gibt natürlich auch Herausforderungen in dieser Bildungsarbeit und da auch vielleicht nochmal so ein paar Beispiele, wie wir das angehen oder wie wir versuchen, da natürlich auch entgegenzuwirken. Abschließend auch das Fazit, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Genau, jetzt sind wir hier kurz am Zeitnehmer, damit ich nicht überziehe. Also grundsätzlich ist es mir persönlich wichtig, mal auf ein paar Begrifflichkeiten einzugehen. Ich habe jetzt im Verlauf meiner ganzen beruflichen Laufbahn, die sich ja sehr stark auf berufliche Ausbildung oder berufliche Schulen konzentriert hat, immer mal wieder oder habe erlebt, dass interkulturell, interreligiös, divers, inklusiv immer irgendwie in einen Topf geworfen wird. Oftmal als Synonym verwendet, aber oder gar mehrdeutig. Also die einen verstehen unter interkulturell divers oder interreligiös und irgendwie hat man auch keine klare Trennung davon. Ich möchte Ihnen gerne einen Einblick geben, wie wir es verstehen und wie wir es auch leben. Interreligiosität beziehungsweise interreligiös, jetzt mal ganz theoretisch plakativ, ist im deutschen Duden definiert als zwischen den Religionen bestehend, unter Beteiligung von Vertretern verschiedener Religionen stattfinden. Das ist zunächst mal jetzt nicht so aussagekräftig. Der Begriff an sich, wenn man weiter recherchiert, beschreibt erstmal auch oder einmal das Zusammenleben und den Austausch von Menschen oder Gruppen mit verschiedenen religiösen oder spirituellen Weltanschauungen und Traditionen. Wenn man weitergeht, ich habe auch eine Literaturangabe gemacht, geht es dann auch darum, dass sich Interreligiosität auf das Verhältnis und die Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Religionen und Glaubensrichtungen bezieht. Und eigentlich kommt da auch immer wieder bei raus, dass es um den Dialog und um den Austausch zwischen verschiedenen Religionen geht.
Das beinhaltet natürlich ein gewisses Verständnis und auch die Wertschätzung gegenüber Unterschieden, aber auch gegenüber Gemeinsamkeiten. Und diese Gemeinsamkeiten muss man akzeptieren beziehungsweise erstmal erkennen und genauso eben auch die Unterschiede. Interreligiosität beinhaltet auch die Zusammenarbeit und da geht es jetzt einen Schritt weiter, also nicht nur der Austausch, das Gespräch, sondern auch die Zusammenarbeit. Mit Blick auf gemeinsame Ziele erreichen, zum Beispiel auch interreligiösen Frieden. Das kann man jetzt ganz groß und global sehen, das kann man aber auch in einer kleinen Bildungseinrichtung, in der Schule oder in der Kita sehen. Ich komme dann auf ein paar praktische Beispiele und auch auf so typische alltägliche Herausforderungen, dass dieser interreligiöse Frieden nicht unbedingt immer Voraussetzung ist und dass der auch ganz, ganz schnell gestört werden kann. Und man ist dem sich eigentlich gar nicht bewusst. Also grundsätzlich zielt es einfach darauf ab, dass Toleranz und Respekt gegenüber anderen Glaubensrichtungen gefördert wird und dass man da einfach auch als Pädagoge, aber auch als studierende Schüler, die dann wiederum auch als Praktikanten in den Kitas beispielsweise sind, da eben die gewisse Kompetenz erhalten. Fakt ist also für mich, für uns bei Diakoneo, aber ich denke, grundsätzlich können wir uns darauf verständigen, dass interreligiöse Bildung über interkulturelle Erziehung und Bildung hinausgeht. Jetzt haben wir schon mal so den Begriff interkulturell mitschwingen. Ich komme dann auch noch auf interkulturelle Kompetenz. Wir haben schon in der Bayerischen Verfassung dies als oberstes Bildungsziel festgelegt, auch als Grundlage für religiöse Bildung und Erziehung in der Bayerischen Verfassung, Artikel 107 Absatz 1 und 2. Da kommen zu diese Begriffe interkulturelle Erziehung und Bildung. Und deswegen möchte ich einfach auch noch mal ganz kurz, Sie sehen es auch auf der Folie, auf die Unterscheidung eingehen zwischen religiöser Erziehung und religiöser Bildung, die aber tatsächlich nicht stark voneinander zu trennen sind, sondern sich gegenseitig bedingen, beziehungsweise religiöse Erziehung auch Voraussetzung ist für religiöse Bildung. Aber grundsätzlich kann man sie abtrennen, dass man sagt, okay, religiöse Beziehung ist zunächst mal die Vermittlung von Werten, Normen und Praktiken einer bestimmten Religion. Das ist auch so die typischen Religionsunterrichte, wie wir sie in allen Lehrplanrichtlinien haben, jetzt nicht nur in der Erwachsenenbildung, sondern auch in den allgemeinbildenden Schulen. Die sind wichtig, also da die gewissen theoretischen Basics auch zu haben, aber die religiöse Bildung also geht einen Schritt weiter und setzt sich mit den verschiedenen religiösen und weltanschaulichen Perspektiven und Fragestellungen auseinander. Und da kommen wir zum Beispiel, was religiöse Bildung angeht, vor allem in der frühkindlichen Bildung drauf, also in den Kitas stellen wir das ganz arg fest, dass natürlich eine religiöse Erziehung, Sozialisation schon teilweise auch vorgegeben ist. Klar, jede Familie hat ihre Glaubensrichtung und lebt ihre Rituale oder eben auch nicht. Konfessionslose merken wir ja auch, kommen immer mehr auch in unsere Einrichtungen. Aber wie jetzt dann sozusagen damit umgegangen wird, wie die unterschiedlichen Religionen und Anschauungen aufeinandertreffen, da merken wir ganz stark in der frühkindlichen Bildung, dass es schon losgeht. Und deswegen ist es wichtig, zum Beispiel in den Fachakademien für Sozialpädagogik, wo ja die ErzieherInnen ausgebildet werden, die dann in den Kitas wirken, da eben schon mal die gewisse interreligiöse Kompetenz auch mitzugeben. Ich komme noch detaillierter auf den Begriff. Genau. Ich habe gerade schon erzählt, dass religiöse Bildung oft ein Teil der frühkindlichen Bildung ist. Grundsätzlich ist das Ziel, Sie haben es hier stehen, Förderung des gegenseitigen Verständnisses. Also das Verständnis ist zunächst mal für uns die Voraussetzung, offen zu sein, des gegenseitigen Respekts und der Toleranz zwischen den Religionen. Und wir sind eben davon überzeugt, dass das ein Beitrag zu einem friedlichen Miteinander in einer pluralistischen Gesellschaft sein muss. Also wir stellen fest, dass in allen unseren Bildungseinrichtungen, obgleich wir ein diakonisches Unternehmen sind, dazu sage ich dann auch noch was, ein Mix an Religionen ist, an Kulturen ist und deswegen auch noch mal so der Diversitätsbegriff oder Inklusionsbegriff
der damit reinspielt. Das stellen wir tatsächlich von der Kita bis hin zur Hochschule, aber auch in den Wohnheimen. Ich stelle Ihnen dann kurz das Geschäftsverbindung noch vor, fest, dass das ein Mix ist, ein Miteinander, obgleich wir ein diakonisches Unternehmen mit christlichen Traditionen natürlich haben. Das, was mir wichtig ist, an der Stelle zu sagen, ist, dass wir oder dass es eine Abgrenzung zum Synkretismus ist, also die Vermischung verschiedener Religionen, sodass quasi alle Religionen, alle Traditionen dieser Religion, alle Haltungen dieser Religion in einen Topf geschmissen werden und es kommt was Neues dabei raus. Das ist nicht damit gemeint, aber es ist auch nicht interkulturell gemeint, dass man sagt, okay, es gibt einen Kulturen- und Religionenmix, aber sie leben mehr oder weniger nebeneinander her und vielleicht weiß man noch vom anderen, was er ist, welche Religion er hat, aber man gestaltet nicht miteinander bestimmte ja, Traditionen, Feste, wie auch immer. Ich habe schon erwähnt, dass wir in all unseren Tagesstätten, Schulen und Hochschulen mittlerweile eben diesen Religionsmix haben. Wie gesagt, die Konfessionslosen, auch die zukünftigen Generationen, da stellen wir schon fest, dass da viele kommen, die erstmal noch gar keinen Glauben haben. Viele Eltern sagen mittlerweile, das erleben wir auch in der Elternarbeit in den Kitas, dass sie den Kindern das selbst entscheiden lassen wollen. Und man kennt es vielleicht noch von früher, wenn viele aus Ostdeutschland kamen, wo das vielleicht nicht üblich war, Kinder taufen zu lassen oder den christlichen Glauben zu leben. Das war ja oft dieses Vorteil, naja, der kommt ja aus dem Osten, der ist eh nicht getauft. Da sind wir mittlerweile weit entfernt. Mittlerweile ist es auch in Bayern tatsächlich häufig, dass Eltern sagen, wir wollen das Kindern partizipativ selber entscheiden lassen. Genau. Dann kommt noch die Variable mit dazu, dass wir in den letzten Jahren einfach ganz viele geflüchtete Menschen haben, die in unseren Einrichtungen sind, die da auch nochmal den Religionsmix mitbringen, das ist klar. Und in jeder Kita und in jeder Schule, so schön es auch ist, diesen bunten Mix zu haben, ist trotzdem, sind teilweise Vorurteile vorhanden. Es ist auch ein Nichtwissen über den anderen vorhanden, weswegen es wichtig ist, dass sowohl das pädagogische Personal, die Studierenden und die SchülerInnen in unseren Bildungseinrichtungen, die dann in die Kitas gehen, aber eben auch die Eltern da mitgenommen werden, diese Unsicherheit teilweise auch im Umgang mit anderen Religionen vorwegzunehmen. Also ich glaube, so jetzt meine subjektive Einschätzung aus der Erfahrung heraus, es ist oftmals gar kein Vorurteil, dass ich etwas gegen diesen Menschen mit dieser Religion habe, sondern dass es oft die Unsicherheit im Umgang ist, etwas falsch zu machen. Aber ich glaube, das haben wir ja, was jetzt Diversität angeht, in vielen Lebenslagen. Aber es ist nicht zu unterschätzen. Also ich stelle Ihnen am Ende auch noch mal vor, wie wir übergreifend im Vorstandsbereich da auch unterstützen. Man kann mit diesen Herausforderungen, die das Personal, die Mitarbeitenden, die Eltern, aber auch die jugendlichen Kinder nicht vor Ort alleine lassen teilweise. Also das hat schon Konfliktpotenzial an der einen oder anderen Stelle. Genau. Das mal vorweg, was eben für unsere Bildungsarbeit essentiell ist. Dann komme ich auch noch zu dem Begriff interreligiöse Kompetenz. Sie haben es schon ein, zwei Mal jetzt von mir anklingen gehört. Grundsätzlich mal wieder die Definition, was man darunter versteht, ist eben die Fähigkeit, in einem interreligiösen Kontext angemessen, wie auch immer das jetzt man definiert, und respektvoll zu handeln und zu kommunizieren. Sprich, eine Person mit interreligiöser Kompetenz ist in der Lage, die Vielfalt der religiösen Überzeugungen und Praktiken anderer zu verstehen, zu respektieren, ohne dabei, und das ist das Wichtige, wo wir auch in den Fachakademien für Sozialpädagogik sehr stark darauf Wert legen, ohne dabei ihre eigenen Überzeugungen entweder aufzugeben oder aufzudrücken. Das ist so, Interreligiosität bedeutet oder interreligiöse Kompetenz aus unserer Sicht, dass es schon erlaubt ist, auch selbstbewusst seinen Glauben zu kommunizieren und was da dahinter steht. Aber natürlich auch der andere darf das und man vielleicht im besten Fall, und da kommt die Kompetenz ins Spiel, Gemeinsamkeiten findet, vielleicht auch sich überall das Beste so ein bisschen rauszieht und überlegt, wie können wir zum Beispiel gemeinsam
christliche Feste gestalten. Wir haben im diakonischen Kontext natürlich unsere christlichen Feste, Weihnachten, Ostern, was so ansteht. Das sind jetzt natürlich die gängigsten, aber auch Bibelarbeit, Bibelkreise, Andachten. Wie gestalten wir die gemeinsam, sodass sich da jeder auch wiederfindet, obwohl es in einem christlichen Kontext stattfindet? Zur interreligiösen Kompetenz, und hier haben wir es wieder, ist auch der Dialog zwischen den verschiedenen Gruppen Menschen zu fördern, also auch in den Bildungseinrichtungen, jetzt mal fernab von den Fächern, wo bestimmtes Fachwissen vermittelt wird, auch in den Schulen, aber auch übergreifend in den Einrichtungen, Kita, Schule, Hochschule, aber auch quasi in andere Praxisstellen hinein. Diese Strukturen zu schaffen, und da kommt auch wieder so ein Stück weit der inklusive Begriff mit rein. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit diese Begegnung stattfindet, also dass Teilhabe auch stattfinden kann. Wenn man jetzt mal die Werte anguckt, ich habe jetzt mal ein paar aufgelistet, die man tatsächlich natürlich auch immer im christlichen Kontext hat. Das ist sowas wie Toleranz, Respekt, Nächstenliebe, Ehrlichkeit, Freiheit, Zuverlässigkeit, innerer Frieden, Gerechtigkeit. Ich denke, man könnte die Palette noch weiterführen, Wertschätzung. Die finden sich in allen Religionen wieder. Und deswegen ist es eigentlich aus unserer Sicht einfach, da auch gemeinsame Werte bezeichnen zu können. Wenn man der interreligiösen Kompetenz fähig ist, dann kann es tatsächlich auch eine wahnsinnige Bereicherung für die eigene Spiritualität sein oder auch für eine gewisse Entwicklung. Genau. Wir wissen aber ja, grundsätzlich ist für den Kompetenzerwerb, ob jetzt interreligiös oder alle anderen Kompetenzen, die man so braucht oder hat, immer auch Erfahrung wichtig ist. Also Fähigkeiten, Fertigkeiten sowie Schlüsselqualifikationen, da rede ich sowas von Sozialkompetenz, Methodenkompetenz, Personalkompetenz. Da gibt es ja unterschiedliche Schlüsselqualifikationen, die definiert sind in der Bildung oder in der Pädagogik. Aber neben diesen Errungenschaften braucht es eben auch immer die Erfahrung, damit es zur Kompetenz kommt. Und dazu gehört natürlich auch eine schlechte Erfahrung. Also natürlich brauche ich auch eine schlechte Erfahrung, um überhaupt mal auch zu reflektieren, warum war sie denn schlecht? Ich brauche halt allerdings die Fähigkeit, das zu reflektieren. Oder aber ich brauche bestimmtes pädagogische Personal, wenn ich jetzt wieder in unsere Schulen gucke, die sozusagen da auch diese Diskussion oder diese Fragen zulassen. Genau. Und jetzt habe ich ja schon ein bisschen was vom Geschäftsfeld Bildung immer mal durchklingen lassen bei Diakonio. Deswegen habe ich mich auch tatsächlich nicht auf eine Schulart konzentriert jetzt in dem Vortrag, weil es doch sehr, sehr gemischt ist. Also wir sind ja bei Diakonio in zwei Bundesländern vertreten, in Bayern und Baden-Württemberg und in den unterschiedlichen Regionen. Wir haben die im Geschäftsfeld Bildung festgelegt in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Ansbach, Rot-Schwabach, Bamberg, Hof, Kulmbach und Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall sind Einrichtungen in Baden-Württemberg, auch aus dem Bereich Bildung. In den 61 Bildungseinrichtungen arbeiten rund 1400 Mitarbeitende und wir haben über 5500 Plätze für Kinder, Jugendliche, SchülerInnen und Studierende. Darunter die Einrichtungen, die ins Geschäftsfeld Bildung gehören, sind 61 Bildungseinrichtungen und ich zähle Kitas auch als Bildungseinrichtungen. Das heißt, wir haben das ganze Portfolio an frühkindlicher Bildung, Kinderkrippen, Gärten und Jugendlich dann in Horten, aber auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, heilpädagogische Zentren, heilpädagogische Tagesstätte, die schulvorbereitenden Einrichtungen. Wir haben auch allgemeinbildende Schulen dabei, einmal die Förderzentren für die Kinder und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung, sowie Gymnasium Realschule, Fachoberschule und weiter geht's mit beruflichen Schulen. Und bei den beruflichen Schulen ist noch wichtig zu erwähnen, dass wir neben den Fachakademien so für Sozialpädagogik, die ja die Erzieher für die Kitas ausbilden, auch neben den Gesundheitsfachberufen, Pflege, Ergo und so weiter, die Fachschulen für Heilerziehungspflege haben. Und die Fachschule für Heilerziehungspflege, die Schüler werden auch in unseren Kitas eingesetzt, weil wir in allen Kitas integrativ sind
und sozusagen auch Heilerziehungspfleger oder eben auch Heilpädagogen in unseren Einrichtungen vorhalten. Und das bereichert natürlich auch durch diesen Qualifikationsmix. Wir haben eine Hochschule mit dabei, wo auch Studierende soziale Arbeit beispielsweise dann für die Arbeit in der frühkindlichen Bildung vorbereitet werden. Aber auch im Kontext Interreligiosität, da gehe ich nicht näher ein, aber sehr, sehr spannend, auch SchülerInnenwohnheime, wo sich natürlich auch der ganze Mix an Religionen, Kulturen und Traditionen verbirgt. Ein Studierendenwohnheim tatsächlich auch ausgelegt auf Interreligiosität, nämlich das internationale Studierendenwohnheim in Bamberg. Und das FSJ Ehrenamt ist auch noch in Geschäftsverbindung angedockt. Genau. Wichtig ist tatsächlich für all unser Handeln, ob das jetzt grundsätzlich in allen Einrichtungen bei Diakoneo ist oder eben auch in den Bildungseinrichtungen, das ist die Basis, unser diakonisch-spirituelles Profil. Wer Lust hat, ich habe die Homepage natürlich damals zum Anlinken mit drauf getan, aber es ist insofern wichtig zu erwähnen, weil wir sind aus einem sehr, sehr traditionellen christlichen Kontext in unserem Unternehmen, sehr, sehr evangelisch-lutherisch geprägt und unterliegen ja auch sozusagen im Bereich der Diakonie Bayern, Diakonie Deutschland dem Prinzip, dass ursprünglich nur christliche Menschen bei uns arbeiten dürfen. Die Zeiten sind vorbei, aber nur um da mal so ein Stück weit reinzuholen, wo wir herkommen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass es kein christliches Profil ist, was ja doch auch noch viele diakonische Unternehmen definieren und dann aber sagen, Mensch, alle Religionen sind bei uns willkommen. Nein, wir haben uns dafür entschieden zu sagen, es ist ein diakonisch-spirituelles Profil. Und jetzt möchte ich Ihnen vier Sätze vorlesen, um das mal wirken zu lassen. Gerne in der Anschlussrunde, ob Ihnen das christlich fehlt, aber wir wollten es sehr offen halten, damit sich jeder angesprochen fühlt. Denn unsere spirituellen Angebote sind unterstützend und orientierend. Sie sind evangelisch geprägt und multireligiös offen. Sie sind lebensbejahend und lebensbegleitend. Sie sind verständlich und modern. Und das ist so die Basis für auch unseren Bildungsauftrag in Geschäftsverbildung zu sagen, wir möchten natürlich unseren Ursprung, unsere Tradition nicht verlieren und nicht mehr unser Profil schärfen, aber dennoch möchten wir so formulieren, dass alle Religionen, aber auch Konfessionslose sich angesprochen fühlen und sich vielleicht auch darauf einlassen, bestimmte Angebote anzunehmen. Genau. In dem Kontext, wir haben jetzt ein diakonisch-spirituelles Profil, das ist jetzt schön, wenn man das irgendwie auf dem Papier hat oder auf der Homepage präsentieren kann. Es muss natürlich auch gelebt und gefördert werden. Es müssen bestimmte Angebote dafür natürlich auch angeboten werden. Und da ist natürlich die Lehrperson an sich, ich sage aber jetzt auch pädagogisches Personal in allen Einrichtungen, aber in den Schulen die Lehrperson ein wahnsinniges Vorbild. Das beste Beispiel ist immer, ja, Religion, Fachwissen vermitteln oder aber auch Wertevermittlung, das gehört ja zum Religionslehrer. Und wenn man Religionslehrer oder Lehrerinnen fragt, die sagen immer, nee, das gehört eigentlich zu jeder Lehrkraft und genauso ist es da auch. Also Lehrpersonen müssen als Vorbild ihre Haltung so spiegeln, dass die Offenheit auch gelebt werden kann und dass sich die Personen, ob das Schülerinnen, Studierende, Eltern in den Kitas, aber auch Kinder, Jugendliche, da trauen. Also wie gesagt, ich hatte ja eingangs schon berichtet, dass es oftmals ja einschätzungsweise gar nicht mal das Vorurteil an sich ist, sondern die Unsicherheit im Umgang. Genau. Wir haben in der Bildung oder jetzt bei uns im Geschäftsfeld die Einstellung, dass die interreligiösen Lernprozesse, also dass durch diese die Haltung angeübt werden soll. Das ist jetzt das, was ich angesprochen habe. Es soll nicht nur in den bestimmten Fächern bestimmtes Fachwissen vermittelt werden. Dazu braucht es aber natürlich bestimmte Angebote und ich habe jetzt einmal eins genannt, interreligiöse Austauschprogramme, die können
unterschiedlich aussehen. Also beispielsweise hat unsere Fachakademie für Sozialpädagogik in Hof eine Kooperation mit einer rumänischen Schule, die sich auch gegenseitig besuchen. Da geht es jetzt ein bisschen mehr um Kultur, aber auch, wie wird da orthodoxe Glaubensrichtung gelebt? Und es muss natürlich auch dieser Dialog gefördert werden, sodass in den Schulen, aber auch im Austausch mit anderen das eben auch, und es ist zeitaufwendig, keine Frage, und es ist natürlich auch im Rahmen eines Stundenplans manchmal herausfordernd, das einzuplanen, aber nur dadurch werden diese Haltungen auch entwickelt in diesen interreligiösen Lernprozessen. Genau. Natürlich, das, was jetzt gerade bei uns so typisch ist, beziehungsweise auch mir persönlich wichtig ist, weil ich Musik gerne mag und auch selber singe, ist, dass wir auch natürlich religiöse Traditionen leben wollen. Also zum einen wird natürlich in Geschichte wird's mit aufgenommen, in Literatur, aber auch in Musik. Wir haben beispielsweise an unserer Fachschule für Hallezionspflege eine afrikanische Trommeltruppe, die tatsächlich auch alle Feierlichkeiten bei dieser Fachschule umrahmt und da auch immer sehr froh ist, wenn sie einen Auftritt haben. Wir haben beispielsweise die Weihnachtsfeier, ob es jetzt in der Kita ist oder auch in den Schulen, wo nicht nur die christlichen SchülerInnen ihre Perspektiven auf das Fest einbringen, sondern eben auch andere Religionen. Was wird vorher auch gemeinsam besprochen? Was heißt denn das? Werden auch gemeinsame Feiern gestaltet. Und in unserem internationalen Studierendenwohnheim ist das Konzept schon auf Interreligiosität ausgerichtet, aber da werden ganz, ganz viele Projekte auch gemacht. Ein Projekt also noch nicht zu meiner Zeit, sondern aus der Vergangenheit, war, dass ein typischer Andachtsraum, typisch christlicher Andachtsraum umgestaltet wurde von oder gemeinsam mit den Studierenden, die sozusagen den so konzipiert haben. Auch unsere Paramentik war mit dabei. Wie können bestimmte christliche Symbole so flexibel geschoben, verstellt, wie auch immer werden, dass das auch als Gebetsraum, Moschee ähnlich gestaltet werden kann oder eben auch für alle anderen Glaubensrichtungen. Das war ein Projekt und der Raum ist sehr gut geworden und der wird auch gut angenommen und in diesem Raum finden auch Feierlichkeiten statt. Also auch so ein Stück weit weg von der Institution Kirche als gemeinsamer Andachtsraum, Feierraum, also nicht so das stille Kämmerlein, Kirche, wo keiner hin will, sondern wirklich auch da Raum der Begegnung. Das war so ein Projekt und auch ein Ziel dahinter. Genau. Gut. Natürlich, das ist aber auch an den allgemeinbildenden Schulen oder war auch schon zu meiner Zeit so, die regelmäßigen Besuche, zum Beispiel Moschee, Synagoge. Also das ist einfach interessant, da mal zu gucken, wie sehen denn auch die Häuser, die Institutionen anderer Glaubensrichtungen aus. Wir haben beispielsweise auch, finden wir wichtig, so Projekte einzusteuern, die auch die Öffentlichkeit so ein bisschen aufmerksam machen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ich habe hier auch mal die Homepage mit drauf. Das ist Meet a Jew, die sozusagen vom Zentralrat der Juden ein Projekt ist, was durchs Bundesprogramm Demokratie Leben auch gefördert wird und durchs Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend da eben implementiert wurde bzw. gefördert wird. Es gab da einen Workshop zum Thema Antisemitismus, den unsere 8. Klasse der Laurentius-Realschule veranstaltet hat, im bekannten Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Und sowas ist natürlich außergewöhnlich für die Schüler, sowas mal zu tun, aber auch die ganze Vorbereitung darauf, man beschäftigt sich ja auch mit dem Thema, ist ein Riesenlernen. Prozess und natürlich auch Lernerfolg und natürlich für die interreligiöse Kompetenz und Entwicklung der Haltung ein riesen Mehrwert, da auch mit Juden und Jüdinnen ins Gespräch zu gehen und natürlich auch ihre Ängste und Befürchtungen oder das, was sie aus ihrer Geschichte wissen, zu erfahren und zu erleben. Genau.
Ganz spannend fand ich habe im letzten Jahr, wie ich angefangen habe, bei Diakoneo als Vorständin anzutreten, alle meine 61 Bildungseinrichtungen vor Ort einmal besucht und mir ist eine in bleibender Erinnerung gewesen, auch heute noch, das ist die Kita Stadtspatzen in Nürnberg-Schweinau, die tatsächlich sage und schreibe 26 unterschiedliche Nationen hat. Also die Kinder sind da sehr bunt und vielfältig und natürlich auch in unterschiedlichen Glaubensrichtungen unterwegs. Sehr, sehr spannend ist da die Arbeit vor Ort mit den Kindern, auch was alles, was es angeht, unsere christlichen Feste näher zu bringen, Bibelkreise oder auch Geschichten aus der Bibel kindlich, spielerisch zu erzählen. Und da ist unser diakonisch-theologischer Dienst eine ganz, ganz wichtige Rolle, die sozusagen jedes Geschäftsfeld hat Menschen, die nochmal zusätzlich zum Personal vor Ort, das gilt sowohl für die Schulen als auch für die Kitas, kommt und sich eben nochmal wirklich dezidiert Zeit nimmt und kümmert, das Thema Religion, Glaube, aber natürlich auch christliche Werte und christliche Feste in einem großen Agreement gemeinsam zu erleben, sich darüber auszutauschen, näher zu bringen, Gemeinsamkeiten zu finden und eben da auch bestimmte Feste gemeinsam zu feiern. Aber mit 26 unterschiedlichen Nationalitäten ist es sehr herausfordernd, so auch die Berichte der Mitarbeitenden vor Ort. Und deswegen fand ich es einen Vermerk hier wert. Das sieht man mal, dass man tatsächlich auch vor Ort als ja, Erzieherin, Heilpädagogin, Kinderpflegerin, auch FSJler, also eigentlich alle vor Ort, das sehr, sehr gefordert sind. Und man muss sie in der Erwachsenenbildung dann natürlich darauf vorbereiten. Und das ist so ein, wie soll ich sagen, es ist ganz interessant, das mitzukriegen, dadurch, dass alles in meinem Geschäftsfeld ist, von der Schule, das Lehrpersonal, die Studierenden, die dann zum Beispiel auch entweder als Fertige oder noch als Praktikanten in unsere Kitas gehen, das zu verfolgen, wie die eigentlich vorbereitet werden müssen, um diesen Alltag dann auch gut bewältigen zu können und diese Haltung auch entwickeln zu können. Das ist sehr, sehr spannend. Genau. Das wäre jetzt sozusagen auch nochmal mit Blick auf die Herausforderungen interreligiöser Bildungsarbeit so ein ja, was praktische Anwendung übergeordnet im Geschäftsfeld. Wir stellen eben, wie schon erwähnt, stark fest, dass das nicht nur großes Potenzial hat. Also wir stellen natürlich Konfliktpotenzial fest. Es ist auch so, dass sich manchmal Eltern untereinander nicht ganz einig sind, das auf ihre Kinder übertragen, Kinder oft sehr, sehr naiv sind, was ja sehr schön ist, reingehen und dann danach fragen, hey, du siehst ja ganz anders aus wie ich. Die Kinder würden da wirklich gut in Dialog gehen. Oftmals sind die Eltern im Umgang miteinander unwissend und vorurteilshaft, was natürlich in den Kitas auch das Personal mit abfangen muss. Wir stellen das auch in der Schülerschaft fest, also gerade jetzt mit der letzten Flüchtlingswelle, Ukraine-Krieg, haben wir in allen Bildungseinrichtungen natürlich versucht und geguckt, Schülerinnen aufzunehmen. Teilweise ging es ja noch nicht, sie in Klassen zu integrieren, weil das Deutsch noch zu schlecht war, in Anführungszeichen, sondern man hat sie erstmal, so ja auch der Auftrag, in Klassen gesammelt. Das war jetzt erstmal nicht inklusiv, aber um sie überhaupt mal reinzukriegen, aber eben auch andere geflüchtete Menschen. Und der nächste Schritt war ja dann, sie in Klassen oder Kindergartengruppen zu implementieren, zu integrieren. Und das hatte schon Konfliktpotenzial. Also unterschiedliche psychische Sachen aufzuarbeiten. Klar, wenn man sich vorstellt, das sind ja auch, die haben ja auch auf ihrer Reise viel erlebt und nicht unbedingt nur Schönes. Also gerade auch die psychische Komponente spielte da viel eine Rolle, was natürlich beim Gegenüber auch wieder Vorurteile geschürt hat. Das pädagogische Personal war sehr stark mit, oder ist es auch heute noch mit psychologischer, psychischer Betreuung beschäftigt, und kann sozusagen nicht sich auf die pädagogische Arbeit konzentrieren und kann diese interreligiöse Haltung oder Kompetenz erringen lassen. Also man muss quasi auch vorschalten und dann ein Stück weit das Personal mit unterstützen.
Und deswegen haben wir uns jetzt seit ungefähr einem halben Jahr sind es zwei Projekte auf den Weg gemacht, wo wir das jetzt mal so ein Stück weit auch ausprobieren, austesten, welche Unterstützung brauchen denn Pädagogen vor Ort, aber eben auch pädagogisches Personal in den Kitas vor Ort. Das ist zum einen eine Projektstelle, die heißt Inklusive Bildung, und zum anderen eine Projektstelle zum Thema psychische Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in unseren Einrichtungen. Die Projektstelle Inklusive Bildung, und da komme ich jetzt dann nochmal abschließend auf das, was ich schon zu Beginn gesagt habe, mit dem divers, vielfältig, interkulturell, interreligiös, wird ja oft alles in einen Topf geschmissen. Im Grunde ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn man das alles unter dem inklusiven Bildungsbegriff definiert, denn da gehört nicht nur Menschen mit Behinderung rein. Also Inklusion bedeutet die Teilhabe der Menschen, die zum Beispiel Migrationshintergrund haben, die eine andere sexuelle Orientierung haben, also Diversität im Großen, die andere sozioökonomische Hintergründe haben. Also all die Themen gehören mit zum Inklusionsbegriff. Im Übrigen auch die Inklusion von älteren Menschen, die ja in unserer Gesellschaft sehr, sehr oft ausgeschlossen werden. Ab einem bestimmten Alter ist man zu alt für irgendwas. Also auch die gehören mit in den Inklusionsbegriff. Und wenn man den mal, und da sind wir eben gerade dran, den mal anguckt, den Inklusionsbegriff, und wir, da gibt es eine, die auch die Masterarbeit da gerade drüber veröffentlichen möchte und da forschen möchte, wenn man diesen Inklusionsbegriff nochmal anders definiert und nicht nur im Kopf hat Menschen mit Behinderung, sondern eben all die Menschen, die vielleicht in unserer Gesellschaft mit Vorurteilen und auch in so eine solitäre Einrichtung oder auch in so ein bisschen mit Abstand betrachtet werden, sage ich jetzt vorsichtig, wenn man die alle mitdenkt in der Erwachsenenbildung, aber eben auch in Bildungseinrichtungen, in verschiedenen Perspektiven, ob es jetzt das Lehrpersonal ist, ob es studierende SchülerInnen sind, ob es Kinder und Jugendliche in unserer Einrichtung sind. Wenn man die mal sozusagen nochmal neu anguckt und den Inklusionsbegriff neu definiert und dann daraus folgt, so wäre das Ziel, stärkenorientierter einzusetzen, dann kommt was ganz was anderes raus unter der Bedeutung interreligiöse Kompetenz. Das ist quasi diese Projektstelle, die zum einen da forscht und den theoretischen Hintergrund mit schafft. Sie ist aber auch Ansprechpartnerin für alle Einrichtungen, die sozusagen zum Thema Inklusion Bedarf haben. Das ist ganz vielfältig. Das ist zum einen, sie wissen nicht genau, wie sie mit dem und jenen umgehen sollen. Das ist Lehrpersonal, die sie ruft, weil sie Unterstützung brauchen und das jetzt im allgemeinen Schulkontext nicht schaffen, weil wir wissen ja, es muss der Unterricht laufen, es müssen die Schulaufgaben laufen und so weiter. Sie ist auch diejenige, die versucht, in den Bildungseinrichtungen auch Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Inklusion, also auch Begegnung und Teilhabe möglich ist. Und dazu gibt es auch bestimmte Workshops, um Personal, Lehrpersonal da natürlich auch zu unterstützen, erstmal die eigene Haltung dazu zu entwickeln, aber auch natürlich als Vorbild zu fungieren und dafür zu sorgen, dass unsere Zielgruppen die Haltung entwickeln. Und das Zweite, was wir essentiell fanden, gerade in dem interreligiösen Kontext, es ist so, dass viele religiöse Traditionen teilweise oder sie aus Ländern kommen, wo ein hohes Aggressions- oder Konfliktpotenzial da ist. Das haben wir natürlich bei den geflüchteten Menschen festgestellt. Die sind teilweise schon in ihrer Haltung oder auch wenn sprachlich im Verständnis auffällig aggressiv oder psychisch belastet. Aber hat natürlich mit ihrem Hintergrund zu tun, dass sie eben dieses Erlebnis hatten. Und damit das nicht unbedingt nur Raum in den Bildungseinrichtungen hat, haben wir noch eine zweite Projektstelle gerade implementiert, die sich eben um diese psychische Beratung und Begleitung dieser Kinder, Jugendlichen kümmert. Also zum einen, aber auch in Bezug aufs Personal, die kann man auch anfordern, wenn das Personal da Unterstützung braucht. Ich weiß nicht, ob es geläufig ist. Wir haben ja in den allgemeinbildenden Schulen die Schulpsychologie mit dabei. Die ist mit im Stundenplan, die ist mit refinanziert, die ist mit in der Stundentafel angedacht. Die macht auch sehr viel diese Tests, was die Sprache angeht, also Lese-, Rechtschreibschwäche und so weiter.
Und die ist ein bisschen auch noch dabei, um das Personal zu unterstützen, wenn es um psychische und psychologische Probleme der SchülerInnen geht. Wir haben das in beruflichen Schulen nicht dabei. Also da gibt es vielleicht noch das Fach Psychologie, und wenn man Glück hat, findet man eine Psychologin, die Lust hat, an eine Schule zu gehen, oder eine Medizinerin, und das dann irgendwie nebenher auffängt. Aber sowas wie Schulsozialarbeit, Sozialpädagogen, Psychologen, die eben genau diese Probleme, die wir gerade eben in den Schulen haben, damit abfängt, das gibt es nicht. Und deswegen war es uns wichtig zu sagen, dass das Personal und auch unsere SchülerInnen, Studierenden vor Ort brauchen da nochmal zusätzliche Unterstützung. Wie gesagt, es sind zwei Projektstellen, die sind auch tatsächlich gefördert und aus Spenden finanziert, sind gerade am Entwickeln. Wir gucken eben, wie wir da ein Stück weit unterstützen und unser Portfolio ausbauen. Das vielleicht noch übergreifend fürs Geschäftsfeld Bildung. Genau. Muss ich überlegen, ob ich noch was vergessen habe, aber wir können ja dann gut ins Gespräch gehen. Ein Fazit, das ist mir persönlich sehr wichtig, aber bei Diakoneo ist es gut lebbar, weil das die Werte sind, aber ich denke, da müssen wir vielleicht auch hinkommen. Interreligiöses Zusammenleben muss bewusst gestaltet werden. Das passiert, und deswegen in den Klammern, noch nicht automatisch. Das ist das Gleiche, wo ich sage, vielleicht ist irgendwann mal der Begriff Inklusion oder integrative Kita oder inklusiv nicht mehr nötig, weil es einfach egal ist, wer da sitzt und wer vor Ort ist und dahin platziert wird, wo er seine Stärken entfalten kann. Aber wie gesagt, so weit sind wir noch nicht, deswegen ist noch in Klammern. Die Aussage ist also, wenn man in der Erwachsenenbildung tätig ist, egal auf welcher Ebene, oder tatsächlich dann auch runtergebrochen in der frühkindlichen Bildung, ist es wichtig, dass dieses Zusammenleben bewusst wird, bewusst gestaltet wird, weil es nicht von alleine passiert. Dann sind wir ganz, ganz schnell in der interkulturell vielleicht noch, dass man sich gegenseitig nebeneinander her akzeptiert, aber nicht in den Dialog geht. Und so abschließend, Willkommenskultur und Inklusion geht uns halt alle an, jeden Einzelnen. Genau, das vielleicht noch abschließend, und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Ich beende wieder, ne? Oder so?